Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht wisst und gesehen habt, habe ich ja das Norco umgebaut auf Mallet. Und wir haben es im Bikepark Willingen schon getestet. Allerdings war da ja alles ein bisschen flowiger und eher auf so eine die Downhill, die fährt man auch sehr schnell. Deswegen bin ich noch an einem Vormittag mit dem Thomas in den Greenhill Bikepark gestartet, um dort auch noch so ein paar Lines zu testen, weil da ist dann ja so eine gute Mischung zwischen technischen Trails und halt schnellen Trails und halt diese engen, steilen Kurven, zum Beispiel auf der Canadian Tuxedo und so weiter. Und wie ihr vielleicht wisst, muss man ein Mallet-Bike oft ein bisschen mehr mit Nachdruck fahren, ne? Weil in dem großen Vorderrad. Auf einem 29 Zoller ist es ähnlich und ich wollte das Ganze auf jeden Fall testen, um zu gucken, wie sich das Ganze jetzt anfühlt. Ich nehme euch mit auf der GoPro und wir switchen direkt rüber in den Bikepark. Viel Spaß beim Video. Was geht im Zustand, den ich habe. Okay, dann viel Spaß, ne? Ja. Gute Fahrt. Ready? Okay, ready. Zum Warm-up sind wir direkt auf die Jones & Pablo gestartet. Mir fiel mal wieder auf, dass das 29 Zoll Laufrad logischerweise wieder schneller läuft, in Kombination natürlich auch mit dem Baron, der auf trockenen Trails auf jeden Fall eine Nummer ist. Allerdings später auf ein bisschen feuchteren Trails kam der Baron dann schon sehr, sehr schnell an seine Grenzen, aber dazu mehr später. Nachdem wir dann ein bisschen eingerollt waren, wollten wir auf die Mixtape starten. Denn die Mixtape bietet ja von allem so ein bisschen etwas und ich dachte mir, das ist eine ganz gute Möglichkeit, auch mal hier zu testen, wie das 29 Zoll Laufrad vorne funktioniert. Ich muss allerdings sagen, die Mixtape war noch nie so richtig mein Ding hier und irgendwie habe ich da noch nie so richtig meinen Rhythmus gefunden, wie ich da gut und schön über diese Strecke komme. Und ab in Trail. Ab in Trail. Holzding, soll das als Double gedacht sein, was da kommt? Ja. Echt? Und das hier eigentlich auch. Oh Gott. Das ist doch noch ein trockener Ding da. Und das da unten auch. Der letzte Abschnitt der Mixtape war leider noch sehr, sehr schlammig. So, dass man da nicht so richtig fahren konnte, wie man dann gerne gefahren wäre. Zumindest ich konnte es nicht. Ich denke mal, andere Leute kommen gut klar damit, wie matschig es dann ist und fahren trotzdem genauso schnell wie sonst auch. Allerdings ich leider noch nicht.
Achtung! 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 Nur mal Canadian oder was? Begeisterung. Ja. Ich liebe diese Strecken. Ach so, mein Tacho. Hat weiß wie du kennst. Jetzt waren tatsächlich die Strecken dran, wo ich mich am meisten, ja, nicht gefreut habe drauf, sondern am meisten gespannt war, wie das Ganze funktioniert. Ich fahre ja, ehrlich gesagt, so technische Sachen nicht so super gerne. Allerdings muss das Bike für mich natürlich von allem etwas können und sollte nicht irgendwie auf nur manchen Trails dann funktionieren, sodass man irgendwie eingeschränkt ist im Park. Deswegen habe ich mich dann halt auf die Lines gewagt, die ich hier, ehrlich gesagt, nicht so gern fahren. Schön. Sauber. Oh, Thomas, schlechte Linienwahl. Ja. Ah, okay. Scheiße. Da wollte ich es gar nicht mehr probieren. Da hast du mich gut aus dem Konzept gebracht. Ja, ne? Das ist die Technical Line, die ich gefahren bin. Hauptsache, als ich sehe, eine Wurzel, will da unbedingt drüber fahren. Guck gar nicht, was du bist innen gefahren auch, ne? Ja, ja. Das ist genau da, wo ich gestürzt bin letztes Mal. Echt? Oh, okay. Also ich bin nicht gestürzt, sondern ich bin vorne übers Fahrrad abgestiegen und 10 Meter den Trail runtergerannt. Oh, weil es so steil ist. Oder für deine Fitness. Ja, nächste Passion. Ja. Leidenschaft. Das war jetzt gemein hier. Power, man.
So, das war der kleine Test im Greenhill Bike Park. Leider hatten mal wieder nicht alle Lines offen und wir konnten damit zum Beispiel die Bounce and Blow nicht fahren. Nichtsdestotrotz hat es mir gut gefallen. Ich habe mich gut darauf einstellen können. Musste mich am Anfang tatsächlich ein bisschen daran gewöhnen, wie das sich bei den Kurven anfühlt und bin immer noch happy damit. Allerdings muss ich das Vorderrad jetzt dem Thomas wieder abgeben, weil das war nur eine Leihgabe, ist noch nicht meins. Und die Gabel werde ich auf jeden Fall schon mal behalten, weil die mir einfach gut gefällt vom Ansprechverhalten und so. Die sackt bei der Compression nicht so weg. Also die Gabel ist schon übernommen sozusagen. Allerdings werde ich jetzt in den nächsten Videos das Ganze dann mit einem 27,5 Zoll Rad testen und mal gucken, was mir da besser gefällt und was ich dann schlussendlich fahren werde. Also bleibt auf jeden Fall dran, deswegen lasst ein Abo da, damit ihr keine Videos verpasst, aktiviert am besten auch die Glocke. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze handhabt. Was fahrt ihr lieber? 27,5, 29 Zoll, Mallet, was ist da so eure Präferenz? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.